So, ich hab jetzt. Ich mach noch ein bisschen Dark Souls. Bis 10:30. Natürlich. Oh, ja, fuck, Alter. So laut. Ich schau. Hi, hello, good morning, how are you? So, hallo und herzlich willkommen zurück im Stream an alle. Es hatte doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, ich musste noch ein Thumbnail erstellen für Plants vs. Zombies. Und ja, ich benutze wirklich nicht immer dieselben Thumbnails, also lasst euch nicht irren. Und ja, von Wunsch von Fnatic. Das Spiel wurde nach den letzten nicht richtig beendet. Okay. Von Wunsch von Lunatic, streame ich jetzt Dark Souls 3. Ich habe ihn ja versprochen, dass ich Dark Souls 3 streame. Und lass uns weitermachen. Wir machen später mit Gandalf weiter, aber ich will noch zuerst mit meinen Dings weitermachen. Wie heißt das? Mit meinem Main-Account. Und ja. Ich hoffe, wir kriegen das geregelt alles mit diesen Themen und so weiter. Ich habe auch ein paar Themen auf Lager. Über was wollt ihr sprechen, Leute? Schlägt mal irgendwas vor. Über was sollen wir quatschen, Leute? Mit Leute und Servus. So, was geht hier ab? Ah ja, stimmt, ich habe das, da habe das Spiel nicht richtig beendet. Ja, ich habe ein Handy, aber ich werde meine Nummer nicht geben. Ich bin 14, steht doch in der Beschreibung. Aber nicht jeder liest meine Beschreibung, also deshalb sage ich es immer wieder, dass ich 14 bin, aber ja. Ich bin 14. Und du? Ja, du bist auch 14, ja. Oh shit, der hat mich. Er hat gewonnen. Nicht mehr über Tagesgruppe bzw. Psychiatrie. Ja, da hast du recht. Darüber reden wir jetzt nicht weiter. Denn das sorgt für einige Streitigkeiten hier im Chat. Und oh geil, du bist auch 14. Genauso alt wie ich. Keksplayer, wie alt bist du nochmal? Ich weiß, dass du irgendwann zu mir gesagt hast, wie alt du bist, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie alt du bist. Ich farme übrigens Seelen. Lol, er ist nicht gestorben. Übrigens, ich habe schon die Prinzen gemacht, wer sich mit Dark Souls 3 auskennt. Ich habe schon die Prinzen gemacht. Also ich könnte jetzt eigentlich den letzten Boss machen. Wir sprechen darüber, warum alle PS4 und kein Xbox habt. Auch 14. Okay. Also also eines Tages ging ich Mediamarkt. Da sah ich ein Regal. Auf der rechten Seite eine Xbox. Auf der linken Seite eine PS4. Der PS4 sagte: Gut, ja. Komm zu mir, kauf mich. Und ich gebe dir unendliche Macht. Der Xbox sagte: Gut, ja. Ich schenke dir kostenlos Spiele, die du nur mit Kreditkarte kaufen kannst, obwohl die kostenlos im Shop sind. Da dachte ich mir, wow. Ich will keine Xbox. Okay, das war unlustig, ich weiß. Und hatte überhaupt keinen Sinn ergeben. Keine Ahnung, was ich laber. Okay, Endboss, Leute, Endboss. Kann ich dir vielleicht mal meine WhatsApp-Nummer geben, wenn du möchtest? Ich will meine Nummer nicht geben, sorry. Aber hast du, wie heißt das? Hast du Kick? Ich wollte eine Gruppe erstellen auf Kick. Okay, der Boss, danke, dass du da warst und doch länger geblieben bist. Und ja. Fagala! Lala!
Hast du Kick? Ist kostenlos. Kick ist kostenlos. Lad dir runter. Und ich wollte eine Gruppe erstellen. Hoffentlich man sieht sich wieder. Ich wollte eine Gruppe erstellen, wo alle drin sind. Also alle Zuschauer, die wollen. Denn WhatsApp-Nummer will ich nicht geben. Preisgeben. Fuck, Alter! Das ist ja übel. Zu stark. Der ist zu stark. Der Endboss ist zu stark. Nein. Er trifft mich doch einmal. Nein, Alter. Ich brauche kein Kreditkarte bei kostenlosen Spielen. Wirklich nicht? Also ich hatte mal eine Xbox One war das. Ne, ich hatte keins. Ich will nicht lügen. Ich habe bei einem Freund gespielt. Und es gibt ja Xbox Shop auch, wie bei der PlayStation 4, wo man sich monatliche Spiele oder kostenlose Free-to-Play-Games zocken kann. Und dafür brauchte er eine Kreditkarte, um die kostenlos runterzuziehen. Ich brauche bei keinem Spiel eine Kreditkarte. Okay, dann weiß ich nicht. Ich kenne mich generell mit Xbox-Menü und alles nicht aus, also sorry. Also das war ziemlich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Waffe ist zu schwach, glaube ich. Also zu... Wie soll ich sagen? Zu langsam, um hier irgendwas... Normalerweise auch sehr vorsichtig mit meiner Nummer. Ja, aber das Problem ist, guck mal, ich bin ein YouTuber und deswegen ich bin ein Person des öffentlichen Lebens und ich will halt meine Nummer nicht preisgeben. Alter! Übertreib, Alter! Er übertreibt halt mal wieder. Alter, der ist doch unmöglich, Alter. Guck mal, er hat sogar Gift. Er kann sogar Feuerbälle schmeißen. Alter. Warte, ich schau gleich. Ich schau gleich, was ihr in den Chat geschrieben habt. Bin momentan noch. Oh, er hat Angriffskraft erhöht. Ja, Alter. In Ordnung, ich bin normalerweise auch so sehr vorsichtig mit meiner Nummer. Vielleicht macht mal ein Kumpel einen Streich und schreibt dir eine Nummer an eine Bushaltestelle. Daher ist es in Ordnung. Ja, weil anscheinend nur mit Kreditkarte bezahlt. Hat nie mit Guthabenkonto. Ah ja. Ja, stimmt. Das könnte sogar wirklich stimmen. Und ja, ich würde niemals meine Nummer irgendjemanden Fremden geben. Also ich bin da eher vorsichtiger. Und ja, was soll ich denn noch dazu sagen? Man hat ja mal gesehen, was rausgekommen ist, als jemand seine Nummer freigegeben hat. Tanzverbot, ja. Aber auch seine Adresse. Und deswegen konnten die Leute eine Pizza bestellen und ihn auch richtig fertig machen. Ich würde mal sagen, ich habe keine Chance gegen ihn, also Tschüssikowski, würde ich mal einfach behaupten. Oh, okay, er tötet mich doch. So. Also auf der PS4 ist das viel benutzerfreundlicher, also man hat einfach viel mehr Möglichkeiten auf der PS4, denke ich zumindest. Wie gesagt, wenn ich falsch liege, dann sorry, ich hatte noch nie eine PS4. PS4, Alter, was laber ich? Oh Mann, ey. Was ich schon wieder für eine Scheiße laber. Habt ihr das schon wieder gemerkt? Habt ihr das gemerkt, Leute? Mädel, Leute, und Servus. Wie soll ich bitte schön den letzten Boss schaffen, Alter? Ich mach den nicht. Ich denke, ich sollte... Ja, Lunatic, aber bei meinem Main-Konto. Aber ich schaffe ihn nicht. Ich schaffe ihn einfach nicht. Er ist zu stark. Muss ich ganz ehrlich so sagen.
Ich denke, ich sollte mich mal richtig vorstellen. Mein Name ist Salivan. Halb Deutsch, halb Weißrusse. Okay. Weißrusse? Cool. Ich hatte noch nie weißrussische Zuschauer. Willkommen. So. Ich wette mit dir. Drachentöterspeer, alles klar. Drachentöterspeer brauche ich jetzt nicht. Willst du alleine spielen, also kein Koop mit anderen Spielern? Ich spiele doch, ich bin schon doch mit Koop. Doch. Auf meinem Main-Account bin ich eher so der Typi. Oh, Alter. Oh, Lamasabala, was sind das für Gegner? Die sind doch unmöglich zu schaffen. Bin übrigens beim Dings, wie heißt das? Wie heißt dieses Gebiet? Erzdrachengipfel oder wie das heißt. Ja, ich will Koop. Ich will eigentlich Hilfe. Ich habe sogar gestern 30 oder sogar 40 Minuten gewartet. Da hat niemand was markiert. Kann man überhaupt beim Endboss zu zweit oder zu dritt spielen? Ich kann kein Russisch, nur mein Vater ist Deutsch und mein Name spricht sich Salivan. Ach so, Salivan. Ach so, dein Vater ist Weißrusse, okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das schaffen soll mit dem Endboss. Also ich finde ihn zu schwer. Voila! Oh, ich liebe Großschwerter. Genau deswegen. Okay, in 1 vs 1 ist das jetzt nicht so gut. Obwohl ich es auch für PvP benutze. Oft. Oh, shitala. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sogar zwei gegen mich kämpfen. Mann, Alter, es frisst so viel Ausdauer. Bin gleich wieder da. Okay, Keksplayer. Kannst du mir deine E-Mail geben? Nein. Sorry. Nein, das kann ich. Nein, ich kann dir meine E-Mail nicht geben. Ich werde es auch niemals jemanden verschenken oder jemals veröffentlichen. Also sorry, tut mir leid. Ja, kannst du machen, aber ich werde dir nicht schreiben. Ich bin da eher vorsichtiger, was das angeht. Ich weiß, namenloser König. Und ich weiß auch, dass er schwer ist. Aber ich will ihn mal trotzdem. Hey, ist der wirklich so schwer? Hey, wie springt man nochmal? Okay, da kann ich nicht hin. Ja, sorry, ich bin halt vorsichtiger. Wie gesagt, ich will eine Kick-Gruppe erstellen. Sorry, wirklich. Alter! Boah, Alter, ich hab voll vergessen, dass diese Viecher hier sind. Dass diese Viecher mich am Arsch. Alter, leg mich am Arsch! Du überrollst mich, Alter. Lass mich mal los, Alter. Alter, was sind das für Viecher? Digga. Ja, können wir machen. Pass auf, da kommt gleich ein Drache. Ach so. Ja, mach ich. Ich renn jetzt eh durch. Ich will nicht die ganze Zeit gegen solche Steinschildkröten kämpfen, die so stark sind, die so richtig stark sind. Ich will gegen solche Viecher nicht kämpfen. Alter. Alter. Ach so, da ist dieser Zauberer. Nö, Alter! Nein! Ich will gegen dich nicht kämpfen. Verpiss dich. Es ist richtig schwer hier. Alla. Ja, mein Internet ist mal wieder.
Lol, was ist los hier, Alter? Mein Internet verkackt ab? Nein, Alter. Lol. Warum ist das abgekackt? Warum kackt mein Internet so richtig ab? Ich weiß nicht, Alter. Sorry, Leute, Alter. Ich weiß nicht, was heute los ist. Geil, Leute. Würde ich mal sagen. Leute, geil. Ich wurde jetzt richtig runtergerollt. Geil. Ich bin jetzt runter. Hä, was? Was ist wegen ihm? Hab doch nichts gemacht. Mein Internet geht am Freitag auf eine 120k Leitung, Alter. Ich weiß nicht, was momentan los ist, Alter. Obwohl ich eine 60 oder eine 100k Leitung habe. Es läuft überhaupt nicht momentan. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann er mich treffen. Ja, ich sollte wirklich nicht so viel reden und einfach durchraschen. Ne, ich gehe da nicht mehr lang. Ist mir egal, ne? Alter. Blitzender Edelstein. Ich kann meine Waffe eh nicht verbessern. Nice. Titanitschuppe. Brauche ich für irgendwelche anderen Waffen. Habe eine 50k Leitung. Das ist gut genug. Ja, ich glaube, ich habe auch eine 50k Leitung, aber Telekom kackt richtig rein momentan. So. Komm her! Roll doch mal! Bissel. Oh ja, da! Boah! Fuck. Was? Hilf mir! Nein, was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Was ist denn hier los? Was los, Alter? Ja. 15k Leitung ist bei mir nur so. Alter, was da los, Alter? Was ist bitte schön da los? What the fuck is that? Das ist nicht mehr wahr. Lol, warum habe ich das denn anstatt? Ja, durchrennen. Ja, geht nicht. Nicht so gut, besser gesagt. Ja, natürlich kann er mich treffen, obwohl ich ausweiche. Natürlich. Ja, moin. Was ist denn hier los? Das Ding wird dumm wie Tante Marianne. Ja, ich weiß. Sorry, Lunatic. Ich verkack richtig jetzt gerade. Ich sollte mich eher anders verhalten. Ach so. Wirklich? Dann renne ich einfach durch. In the Ringe City DLC. Was ist denn für Game? Kauft ihr einfach Battlefield? Was ist das für ein Game? Kauft ihr einfach Battlefield 1? Nein. Ich kauf mir Call of Duty World at War 2. Das Spiel hat mich einfach geflasht. Flash mich noch einmal. Sag es mir egal. So, weiter geht's. Ich zeige euch, wie man hier überlebt in Dark Souls. Ansonsten nur durchrennen. Okay. Oh Mann, du kackst richtig ab. Einfach Kreis spammen, wenn du Gegner siehst. Sollte ich mich wundern, wo meine Familie ist. Ansonsten nur durchrennen. Ich meine, meine Oma ist ja gestorben. Ich glaube, die haben mich hier gelassen.
dein Ernst? Was ist mit deinem Vater und was ist mit deiner Mutter? Komm her, Rollbraten. Mein Freund. Hilfe! Fuck, Alter! Ich werde gefickt, Alter! Was ist das hier? Nein, 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 nein. Oh nein, jetzt kommen noch diese Viecher, Alter! Die mich immer wegschubsen, Alter! Alter, was soll ich jetzt hier machen? Nein! Nicht da! Oh ja! Wo ist bitte schön der Leuchtfeuer? Kauf ich mir aber auch. Ist mega die Grafik, die Maps, die Waffen, das ist einfach geil. Ja, Battlefield 1 wollte ich mir auch schon immer holen. Wo ist bitte schön ein Leuchtfeuer? Ich will jetzt nicht gefickt werden hier. Oh nein, Alter, der Chef, er schafft jetzt hier 100 Leute. Mein Vater lebt in Weißrussland und KP, wo der Rest meiner Familie ist. Das von der Spam ein starker Gegner, ignorieren den. Geh dann links. Fuck, ich bin nicht links gegangen. Ich hab jetzt. Fuck, ich hab. Ich glaube, ich hab jetzt den Boss beschworen. Sorry, Mann! Oh nein! Mr. Namenlos kommt jetzt. Fuck! Ich bin so dumm! Ich dachte, man. Was passiert jetzt, wenn ich mich frage gerade, warum ich seit 4 Stunden allein bin? Weiß ich auch nicht. What the fuck passiert jetzt? Oh nein, fuck, ich hab jetzt den Boss beschworen. Ich wette mit euch. Nein, doch nicht. Kann ich einfach drauf gehen? Nee. Okay. Hier ist es, gell? Geh nicht runter in den Nebel. Du musst den Boss noch nicht machen. Geh einfach geradeaus. Okay. Ja, ich sehe ihn jetzt. Ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Ja, danke. Danke, dass du mir gesagt hast, wo ich hin muss. Das Feuer ist. Ja. So, namenlose, alles klar. Namenlose König, ich komme. Leute, ich bin mal gespannt, wie stark er ist. Lunatic hat gesagt, das ist der schwerste Boss. Wenn bei mir sowas wäre, würde ich nicht auf YouTube bleiben. Und es allen mitteilen. Namenlöse, alles klar. Namenlose König, komm her. Ich rasier dich mit Shampoo. Mein Freund. Komm her, Alter. Ich bin stärker als du. Hä? Was muss man machen? Das ist ja übel, easy. Nimmt 100 Schaden, Alter. Nimmt 1000 Schaden hier. Okay, ich hab nichts gesagt. Ja, denke ich auch mal. Jemand hat. Ja, alleine. Ich denke auch nicht, dass sie. Okay, ich glaube, ich suche erstmal, ob ich hier noch wer ist. Mann, ich interessiere mich viel zu wenig für meine Familie. Ja, denke ich auch. So, lass uns mal hier ein Glut reinhauen. Ich weiß nicht, scheiße, Alter. Ich bin schlechter als jeder. Hä, wo beschwören die Gegner? Wo kann man hier Gegner beschwören? Direkt davor? Das geil, ich kann nichts dafür. Lol.
Hä, wo stehen hier? Ich glaube, niemand will mir helfen. Ich glaube, niemand will mir helfen. Ich glaube, nach dem namenlosen König geht's in die Dings, in der Ranger City. Wie kommt man dahin eigentlich? Kannst du mir das sagen? Ich verkack's so richtig hart, Alter. Ich fühle mich klar, Alter. Das ist so peinlich. Jetzt kannst du nicht mehr hoch, außer du nimmst ein Knochendings. Ach so, nur oben kann man. Ah ja, stimmt. Ich bin so dumm. Kicksplayer. Du musst ein bisschen warten, bis Rufsymbole auf dem Boden erscheinen. Okay. Und wo muss ich mich hinstellen? Direkt da, wo der Hebel ist. Aber noch eine Frage. Wo oder wie, besser gesagt, komme ich ins Ranger City? Also nach Ranger City. Ranger City. Von wegen, dass jeder sagt, dass es so dort am schwersten ist. Obwohl, da man einfach, obwohl man einfach durchrushen kann. Hä, was ist dort? Wo geht's dahin? Wo geht's da lang? Nee, du musst den Boss nicht killen, dass du in Ranger City kannst. Ich weiß selber nicht. Nee, Ranger City. Klar. Okay. Ich glaube, man muss dahin. Yay! Ein Spieler ist hier. Ein Mizzet. Ein Mizzet ist hier. Go, go, go. Vielleicht zu dritt noch einer? Nee? Okay. Dann nicht. Hallo? Kommt der jetzt oder? Oder was ist los hier? Was ist da denn, bitteschön? Wo kommt man da hin? Er kommt nicht, obwohl ich ihn angenommen habe. Hä? Lol. Ja, nehme ich. Ja, doch schon ein bisschen. Ich will ja jeden hier glauben. Jeden Zuschauer. Davon ist nur ein Item, das kannst du dir dann holen. Okay. Aber die Frage ist, was für ein Item? Was ist das für ein? Was ist das für eine Waffe? Alter! Läuft! Blitzwaffe, geil! Ist die ganze Zeit im Stream und schaut in den Chat. Ja, stimmt. Du hast schon recht, dass er immer hier ist. Also den ganzen Tag schon hier ist. Und zweite Tasche bei Hebel. Hebel. Nur das Wein bekommst du nach diesem Boss. Was? Hä? Hier ist niemand mehr. Warte kurz. Vielleicht, wenn ich mich mal. Ich habe ihn doch gerufen eben. Du hast das doch gesehen, dass ich ihn eben gerufen habe. Ich warte hier einfach. So lange. Ja, komisch, welche Seelenlevel bist du? Stufe 88. Stufe 88. Blärt. So. Vielleicht fehlgeschlagen. Ja, kann auch sein. Netzwerkfehler oder so. Aber hier sind keine anderen Spieler. Ach, fuck, Alter. Fuck, 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 fuck. Mann. Das habe ich mir unnötig ein Glut reingehauen. Obwohl. Vielleicht da. Nee, da hinten kann man gar nichts machen. Aber warum will mir niemand helfen?
Hello. Ist jemand hier? Nichts mehr los in Dark Souls 3. So, zu meiner Zeit war genug los. Ja, stimmt. Aber man kann doch den Boss auch alleine schaffen, irgendwie. Es ist schön, dass du versuchst, ihnen zu glauben, aber nicht, dass eine ganze Familie in 40-Jährigen im Stich lässt. Ganz bestimmt nicht. Ja, sorry. Du hast recht. Du hast definitiv recht. Also, ich brauche jetzt eure Hilfe. Alle, an alle Zuschauer, alle hierher kommen und Rufsymbole hinzeichnen, dass ihr mir helft. Aber nur Pro-Player. So. Ja, ich versuche jeden zu glauben. Also ich versuche niemanden zu diskriminieren oder so oder zu beleidigen. Ich versuche zu jedem freundlich zu sein. Also du hast jetzt schwerer. Selbst ich habe nie alleine gespielt. Wenn du wüsstest, was ich für eine Scheiße gebaut habe, Lunatic. Ich spiele ja Ritter. Und... Ja, am Anfang, direkt am Anfang ist ja diese Asche-Estus-Flakon. Und am Anfang hat man nur drei Estus-Flakons. Und ich hab mit drei Estus bis zu Hochfürst Volnir gespielt. Hatte sogar die Kathedrale des Abgrunds. Bin schon... Wie oft gestorben? Wo steht das? Wie oft ich schon gestorben bin? Benötigte Seelen, bla bla bla. Steht hier nicht, wie oft ich gestorben bin. Ich bin schon über 200.000 Mal gestorben. Ich habe mit drei Estus bis dahin gespielt. Ich habe immer diese Estus-Scherben aufgesammelt. Aber ich konnte keine, weil ich konnte nicht mehr als drei haben, also nicht mehr als drei Estus haben, weil ich diese Estus, Asche-Estus-Flakon nicht hatte. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, dass ich alles verkackt habe. Und hatte nur drei... Ja, ich weiß, aber guck, ich hatte am Anfang, direkt am Anfang, wo du deinen Charakter erstellst, da ist direkt die Estus-Asche. Also direkt diese blaue Dingsbums. Und dafür braucht man, und das braucht man halt, wenn man die Estus-Scherben für Estus-Flakons einlösen will. Und ich habe das nicht aufgesammelt, weil ich blind war am Anfang. Und ich habe einfach das Spiel fast bis zur Hälfte durchgespielt, nur mit drei Estus-Flakons. Es war, ich schwör's dir, es war so schwierig und alles. Und ich hatte einfach nur mit der Anfangswaffe von dem Ritter gespielt, nur. Boah, da hier ist nichts los. Komm, lass uns mal nachsehen, was da hinten los ist. Digger, ich werde dich jetzt backsteppen. Okay, doch nicht. Okay. Ich glaube, da fällt man runter, wenn man stirbt. Oh Mann, Alter, was laber ich? Wenn man stirbt, fällt man runter. Ja, ich hab ja Hilfe geholt, weil ich mich immer gefragt habe, warum die ganzen YouTuber immer 15 oder 11 Estus-Flakons haben. Und ich wusste nicht, dass man am Anfang das aufsammeln muss. Und ich hab das einfach übersehen. Und ja, und mir wurde halt später in einem Livestream auf Twitch, ich streame übrigens auch auf Twitch, aber jetzt nicht mehr so aktiv. Mir wurde halt geholfen und ja. Mir wurde gesagt, ich soll wieder zurück zum Anfang. Und ich habe
Alter, es war so peinlich. Ich hab einfach ein Item übersehen, was man braucht. Aber es war eine richtig geile Challenge mit drei Estus-Flakons, alles zu schaffen. Ich habe sogar die Wächter des Abgrunds alleine ohne NPC mit Standardwaffe von Ritter mit ganz wenig Leben und mit drei Estus-Flakons geschafft. Nach 100.000 Mal. Okay. Ja, ich weiß, aber ich hab gar nichts gewusst. Ich war so ein Noob. Ja, hallo, willkommen zurück. Hast du deine Familie gefunden? Also, ich versuche jetzt besser zu spielen als vorher. Also früher. Denn momentan. Also früher war ich so schlecht. Ich wusste einfach gar nichts. Ich wusste nicht mal, wie man ausweicht. Ich wusste nichts über Dark Souls. Oh, nee, nee. Hier komme ich nie wieder zurück. Ich will diese Viecher nie wieder sehen. Die waren zu Hause und haben auf den Leichenwagen gewartet. Okay. Echt jetzt? Wirklich? Wie habe ich das denn bitte geschafft? Oh, Bagala. Wer ist das? Zum Glück sind die Gegner hier auf Two-Hit. Tote Hose. Geh da die Leiter hoch und besieg Hevel. Wer ist Hevel? Ich bin so blind. Genau das meine ich. Ich bin so blind. Ich bin so blind. Ich suche die ganze Zeit, wie man da nach unten kommt und die Tür ist hier. Ich bin so dumm, Leute. Ich weiß gar nichts. Übrigens, Schild des Schwarzen Ritters ist mein Lieblingsschild. Es schützt vor alles. Ja, aber oh Mann, Alter. Ich habe das schon wieder übersehen. So große, bla bla bla. Große Seele. Wer ist das? Was ist da unten, ne? Wenn ich. Was geht denn hier ab, Leute? Ich bin zurück aus Afghanistan. So, Glut. Was soll ich mit Glut? Hab schon, nee, schon 100 Stück. Wie öffnet man die Tür hier? Gar nicht. Gut. Hä, wo ist der Hebel? So. Chill mal, woher willst du es auch wissen? Du bist das erste Mal hier. Ich werde jetzt erstmal aufgehen. Ja, danke, dass du dabei warst. RTL YouTube Kacke. Ich danke dir, dass du da warst. Und ja. Danke mir, dass du da warst. Danke dir, dass du da warst. Und ja, ich hoffe, du schaust irgendwann mal vorbei. Also noch einmal vorbei. Oder sogar öfters. Würde mich sehr freuen. Ich weiß nicht, wie man die Tür öffnet. Vielleicht muss man ja irgendwo hinlatschen. Vielleicht muss ich ja dann nach da. Irgendwo da. Digger, was geht denn hier ab? Ja, easy. Hinter dem Gitter ist der Endboss. Da kannst du durch, wenn du ihn gekillt hast. Wer ist der Endboss? Bitte schön. Solche Monster kann ich nur mit. Solche Monster kann ich nur
Solche große Manager kann ich am besten endlich keine scheiß Mitglieds schicken mehr, die irgendwo eine relativ glaubt. Kannst du Digger! Nigger! Ja, wahrscheinlich kann er viel schneller zuschlagen. Ja, die Gegner sind wirklich zu stark. Und hier, Alter, was ist los hier, Alter? Wie viele sind denn hier, bitte schön? Ja, wahrscheinlich, Alter. Ich muss jetzt gegen zwei von denen kämpfen. Und der eine. Nein, 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 nee, nee. Da mache ich nicht mit. Nein. Deine mit Ketten? Nein. Ist mir egal. Die Gegner sind mir so fast von relativ egal. So, weiter geht's. Weiter geht's. Wo ist Hable? Wenn du links gehst, da ist eine zusätzliche Atsche. Wes Hable? Bitteschön. Hä? Hier endet doch eine Questline, oder? Was muss man hier machen jetzt? Was muss man hier jetzt machen? Alter, what the fuck ist das denn? Wer ist das denn bitte? Erfahren wir jetzt die Geschichte von ihm. Vision von Rache. LOL. Alter, wer ist das denn? Vielleicht kennt sich irgendjemand von euch mit Dark Souls Lore aus. Du kannst hier auch einen NPC beschwören, wenn du seine Questline gemacht hast. Ja. Ja, das weiß ich, weil ich habe ja ein Video geschaut, wo das so war. Hier war so eine Frau NPC. Das ist ein Drache. Ja, ich weiß, was das ein Drache ist. Aber what the fuck? Alter, der ist ja richtig fett, ey. So richtig groß. Größte Kreatur in ganz Dark Souls. Hier ist bei der Leiter oben. Hier ist so eine Easter Egg. Den gibt es hier in jedem Dark Souls Spiel. Ah, okay. Ja, ich schau mal, wo er ist. Wo ist der überhaupt? Ist die Frage. Wo muss ich hoch? Und wie kann ich die Questline starten? Du musst dich hier in die Drachengeste benutzen. Ich wusste es sowas von. Aber ich wollte euch jetzt fragen, ob das wirklich so ist. Muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Funkelnde Drachenkörperstein. Okay. Danke. Danke. Kann ich eh nichts damit anfangen, aber ja. Du musst dich hier die Drachengiste mit, also dass im Schneider sitzt. Nee. Geh zurück. Wo? Soll ich hier bleiben oder wo soll ich denn hin? Ich habe jetzt die Geste benutzt hier und ja. Es ist nichts passiert. Also fast nicht. Außer dass sich alles komischer anhört. Passiert nichts. Passiert jetzt irgendwas? Oder war's das? Oder wir bekommen nur einmal eine. Eine Drachenkörperstein oder. Und das war's. Was jetzt? Was du jetzt? Das eine. Ja, wofür brauche ich das überhaupt? Warte, wo ist es? Drachentür, Körperstein. Ist nicht Baba. Bleistein. Hä, hey, was? Weil du vorhin weggelaufen bist. Ach so, ja. Und was soll ich jetzt damit mit Drachensplitter? Körperstein, Dingsbums.
Hoppala, ich treffe nicht. Meine Reichweite ist so blöd. Fogala. Digger. Er rastet aus. Alter, fuck, Alter. Der geht ja richtig ab. Ja, wahrscheinlich kann er jetzt mich treffen. Ja, ich habe ihn gegen ihn keine Chance jetzt. Obwohl ich hätte Chancen, aber kein Bock gegen ihn zu kämpfen. Kann sich später in einen Drachen verwandeln. Ist aber nutzlos. Ja, denke ich mir auch. Ready? Wo ist der? Wo ist. Ah! Oh yeah, oh yeah. Brauche Hilfe. Ja. Geht dann rechts an der Seite, ist sehr gute Asche. Ist eine sehr gute Asche. Wo? Wo denn? Kannst du da bitte mir erzählen, wo das ist? Muss ich wieder da hoch? Ja, Alter! Boah, ich hasse die Gegner hier. Absolute Hassgegner, Mann! Was wollt ihr alle? Haha, abgewehrt. Easy. Warte, ich schau gleich, was du geschrieben hast. Warte, dann auf dem Weg nach oben jetzt links von mir. Musst aber den starken Gegner vorbei. Okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Die Gegner sind jetzt auch nicht so schlimm. Kann alle backstabben, Alter. Easy. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte mich jetzt wieder getroffen, Alter. Ja, wahrscheinlich, Alter. Party, 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 Party. Ah, Hilfe. Was ist los hier? Oh, die verfolgen mich nicht. Oh doch! Oder doch! Oh fuck, Alter! Ganz links an der Seite, also. Die Gegner sind schon heftig, ja. Zu heftig. Hier ist Grenze! Für mich ist das Grenze. Alter, übertreib, ey. Ich mache so wenig Schaden. Ich weiß, hinten ist noch einer. Meset, Alter. Digga. Was los mit euch? Ganz links an der Seite. Oh, Mann, Alter. Ich verkack so hart. Alter, ich hasse diese... Ich hasse das Gebiet. Ich raste jetzt aus. Ich kann jetzt nur noch eine Fat Roll machen. Schade. Aber die Frage. Aber ich weiß, ich hab's nicht gesehen. Das ist das Problem. Was meinst du? Ich weiß, was du meinst. Digga. Oh fuck, Alter. Easy, Alter. Voila, nerv nicht, Alter. Hässlicher Vogel, Alter. Geh verrecken, Alter. Wo du hergekommen bist. Alter! Wo kommt der jetzt denn bitte schön her? Der Mizzet, Alter. Mizzet, ey. Mizzet. Boah, ey. Alter, was ist los hier? Alter. Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt wieder tot. Ja, ich weiß.
Ich bin scheiße in Dark Souls. Man sieht's, was ich angesprochen habe. Jemen, Reichweite des Todes. Ah, ist gut so jetzt. Jetzt kommt Allah da. Komm her, Alter! Nizet! Ich muss ihn einmal. Oha! Ja, mit Großschwert spiele ich definitiv besser. Ja, Großschwerter sind. Du musst schnell hinrennen und wieder abhauen. Ja, muss ich machen. Aber wie du siehst, das ist gar nicht mal so einfach, Alter. Was kommt hier rein? Jetzt kommen die Indianer, Alter. Mir kommt so vor, Alter. Als wäre ich hier im Konzert, ey. Aber hier sind mehr Leute. Ey, Alter, ich hasse diese Angriffe, Alter. Die sind so OP. Und machen so verdammt viel Schaden. Genau wie die Leute auf dem hohen Mauer. Auf dem hohen Mauer von Lothric. Genau die dummen Leute. Am Anfang machen die auch viel Schaden. Haha, so, ihr seid scheiße. Und ich... Okay, da rächt sich nix. Doch! Fuck, Alter! Da ist Mr. Stein! Nein! Gib mir die Asche! Oh, ja. Jetzt habe ich die Asche. Jetzt bin ich stärker als ihr. Jetzt werde ich stärker. Jetzt kann ich mir die besten Items holen, Alter. Was ist los hier, ey? Haha. Ich kann so die Leute töten, ne? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe wirklich nichts gesagt. Ich habe wirklich gar nichts gesagt. Also, ich habe nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß, ich bin ein Meme. Alter, ich bin so scheiße in Dark Souls. Really. It's really. It's ist schon mein Ernst. Also du legst dich freiwillig mit denen an. Aber vom Boss Angst, ja. Wo ist der Leiter? Welches du erwähnt hattest, wegen Havel. Das Spiel gefällt. Aber wo ist es? Ja, das Spiel gefällt nicht jedem. Das ist das Problem. Ich will es. Ich weiß. Ich weiß, Keks, du willst andere Spiele sehen, aber. Sorry. Ich will auch Dark Souls spielen. Und mir macht das Spiel Spaß. Also tut mir leid, wirklich. Also mir tut es wirklich leid. Ach so, ich seh's. Ich hab's bemerkt. Ich hab's jetzt bemerkt, wo das ist. So, Havel, ich komme. Ich kille dich. Du bist eh schwach. Und jetzt 100.000 Schaden. Oh. Das ist doch nicht so, wie ich es vorgestellt habe. Diese Gegner sind so stark. Okay, das ist kein Mimik. Was ist das? Funkeltitanit. Ich glaube, du meintest hier hoch. Ihr lauft doch nur immer den dummen Hügel hoch und runter. Ja, ich wollte ja den Boss killen. Boss, was für ein Boss. Ich wollte den Item holen. Ach so, da ist Havel.
Gib mir your Rüstung. Alter. Der ist zu stark, Alter. Was ist los hier? Nee, nee. Mit. Alter, was ist das für ein Gegner, Alter? Ja, wahrscheinlich treffe ich ihn nicht. Dicker. Dicker. Nimmt der überhaupt Schaden? Oder. Ja. Ja, ich will auch nicht, dass du wegen mir deine Meinung änderst. Aber trotzdem, ja. Ich stream sowieso. Ja, ich glaube morgen oder so. Far Cry. Also ich muss mal schauen, wie ich meine Zeit einteilen werde. Mit Leute. Und Servus. Und ich kletter nicht hoch, weil ich dumm bin. Mann, Alter. Kletter, schneller, schneller. Hallo. Seit lassen der ist stark. Lass dich am besten nicht treffen. Ja, habe ich gemerkt, Alter, dass der stark ist. Komm, wir schleichen uns an ihn ran. Geht das? Nein! Doch nicht! Nimmt der überhaupt Schaden? Mit Ultra kannst du nicht so leicht ausweichen. Gerade Schwert ist am besten mit Schild. Ja, stimmt eigentlich. Hast du recht. Wenn er mich hauen will, einfach. Nee, ich kann nicht seine Angriffe unterbrechen. Oh fuck, Alter. Ein paar solche Treffer könnten ihn. Alter, wie wenig Leben ich auch noch habe. In dem Spiel. Klar, der schwerste, beste Rüstung im Spiel. Schwerste und die bekommst du später auch. Naja. Ja, denke ich mal. Also ich weiß es nicht, ob ich es bekommen werde oder nicht. Ich blicke in dem Spiel nicht mal durch, worum es hier geht. Was zum Teufel ist das für Viecher? Und wofür ist die Asche? Was sind Estus plus 7? Ja. Alter. Ich, Estus Flakons, damit heilt man sich. Vielen Dank. So, es war, wie soll man ausweichen, Alter? Er schlägt die ganze Zeit zu. Hat schon. Er hat noch voll wenig Leben, aber nicht greedy sein. Nicht greedy, nicht greedy. Ich könnte ihn schaffen. Du musst vorsichtig angreifen. Oh, fuck, ich schau auf den Chat, Alter. Mann, Alter. Estus plus 7, damit heilt man sich. Also, besser gesagt, heil, Dingsbums. Alter, Digga. Was ist los bei ihm? Er rastet jetzt momentan richtig aus. Nein! Digga! Ja, Mann, Alter, ich hab ihn jetzt. Dark Souls hat eine riesen Lore. Spiel es am besten selber. Mit einem Schwertblocken ist sehr dumm, ja. Digga, Digga! Digga, Digga! Ha, ha, ha! Yay, Digga! Ich hab jetzt eine Titanitscholle und ich hab ihn jetzt besiegt. Also, das sind
richtig schwierige Gegner. Also ich bin relativ am Ende schon. Ich bin schon relativ am Ende des Spiels. So, das sind eigentlich ganz schwierige Gegner, wie du gesehen hast. Wo hinten? Wow. Ja, ich weiß, was dir gefällt. Ich weiß, was dir gefällt. Wo bitte? Wo bitte schön? Wo ist es? Ach so, dann kann ich die jetzt links von dir. Hier. Da hinten runterfallen. Hier meinst du? Hier meinst du? Wirklich? Soll ich jetzt wirklich springen? Aber ich bin doch tot, wenn ich da runter springe. Meint ihr nicht? Okay, doch nicht. So, wo bist du, Pyromantie? Diese Spasti. Ja, euch. Scheiß euch, Gegner. Hasse diese Gegner über alles. Kill dick! Kill dick! Dick, dick, was für dick. Verstärkte Zauberbarriere. Wenn ich darunter falle, dann. Wo gibt's bitte schon hier bei Romantie? Ich bin fast tot, Leute. Mit Leute und Servus. Servus tot! Das war Pyromantie. Pyromantie. Okay, I don't know. Ja, ich hab mir schon gedacht, Alter. Wir sind doch nicht mehr am Anfang des Spiels. Wegen Dings, wegen den Typen da für Folianten. Ich dachte, du meintest, dann kann ich endlich mal die Questline abschließen von ihm. Aber nein. Doch nicht. Wie ich es habe ich gemerkt. Ich streame noch bis halb. Und bitte, bitte, ich will Hilfe. Ich brauche Hilfe, Leute. Leute, kommt schon, kommt schon. Kann man überhaupt beim Endboss weiterkommen? Also kann man auch überhaupt beim Endboss Hilfe holen? Würde mich interessieren, ob man das machen kann. Denn hier kann ich bis. Es ist ja auch abends jetzt nachts und deswegen gibt es hier auch nichts mehr. Keine. Und hier. Ja, okay. Ich brauche ja Hilfe jetzt. Beim letzten Boss. Denn. Digga, du kannst sogar von anderen Spielern invaded werden, die dich killen wollen. Ja, das stimmt. Ich stand, nee, nicht eben. Ich stand gestern Abend hier und hab einen Livestream geschaut. Ich hab. Ja, ich habe gestern, wie gesagt, ich habe gestern, ich stand hier gestern so rum, habe einen Streamer geschaut, ich habe gar nicht auf das Spiel geachtet und
da höre ich die ganze Zeit, also dann habe ich auf einmal gehört, dass jemand mich auf mich zuschlägt und das war ein Spieler. Ich habe ihn aber gekillt. Er ist hier runtergeflogen, weil ich ihn einmal geboxt habe. Das ist übrigens Burg Lothric. Das ist Lothric, Alter. Sieht so beschissen aus jetzt gerade, aber irgendwie voll cool. Da hinten müsste irgendwo Yrithil sein. Yrithil oder wie spricht man das aus? Irgendwo da hinten. Aber keine Ahnung. Leute, what the fish ist denn hier los? Ich brauche Hilfe. Aber hier ist niemand. Ja, wenn du da. Du gut hast, kannst du andere Spieler beschwören, aber andere können dich auch raiden. Aber hier sind doch keine Spieler, siehst du? Ich sehe hier niemand. Niemand will mir helfen. Nein, Yrithil ist auf der anderen Seite der Burg. Ah ja, stimmt. Die in die Richtung da, wo ich hinschlage. Was ist denn bitte schön da hinten? Oh fuck, ich bin fast runtergefallen. Siehst du das da ganz hinten in der Ferne? Was ist das? Wo ist das? Oder was ist das? Oder wie gesagt. Ja. Wo ist das, Alter? Und so, meine Leute, Servus. Meine Leute und Servus. Früher war hier die Hölle los. Auf dem PC ist auch noch viel los. Ja, auf der PS4 ist so viel los, aber nur tagsüber. Abends alles ausgestorben. Das ist der Feuerschrein? Okay. Alles klar. Alles klar. Feuerschrein, Alter. Wie gesagt, ich streame noch bis halb 11. Und dann. So, ich bin hier stehen geblieben. Ich muss jetzt hoch fürs Wollen hier töten. Bin hier stehen geblieben gestern. Ich habe das auch gestreamt. Das ist nur ein Stream-Account. Also wie gesagt, ich streame, also ich spiele das nur, wenn ich streame. Ja. Jetzt werden wir aber überrollt. Ist aber nicht so schlimm. Wir erleiden nicht so viel Schaden. So hoch wir's wollen, nee, ich komme. Also Feuerbahn schreibt halt. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, was du meinst. Hier ist übrigens noch ein verstecktes Gebiet hier im Katus. Wenn man die Brücke kaputt macht, das ist genauso wie bei Ariandel. Wie bei. Hier kann man so runter. Warte. Nein, fuck, Alter! LOL! Ich konnte es nicht drücken. Ich konnte nicht klettern drücken. Fuck, Alter. Ich bin so scheiße, Alter, heute. Sorry, Alter, ich fehle heute. Ich fehle heute zu viel. Der Sumpf unten, da ist auch eine Boss. Ja, ich weiß, der alte Dämon. Der alte Dings-Dämon. Ich habe ihn auch schon. Mit meinem Dings-Account. Was wir eben gezockt haben. Ich habe viele Bosse, aber nicht alle. Okay, jetzt hat es irgendwie mehr Schaden gemacht, weil ich nicht richtig ausgewichen bin. Siehst du, wie ich verkacke? Ich weiß nicht, was heute bei mir los ist, aber normalerweise bin ich immer gut in Dark Souls. In Yrithil, also in Yrithil oder wie das, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da macht man mit Feuer viel, also sehr viel Schaden gegen die Gegner. Warte. Ah, oh, jetzt. Digga, ich kann jetzt runtergehen. So. Hier ist direkt ein Leuchtfeuer. Das weiß ich. Digga, ein Taurus-Dämon. Fuck. Ich weiß, man sollte nicht hier lang, aber trotzdem. Digga, was läuft bei ihm, Alter? Schief.
Digga, lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Sonst gibt's Stress. Der Alter. Der gute alte Taurus-Dämon. Oder Taurin-Dämon. Ja, beide Boss von Ösikel sind gegen zwei anfällig. Ja, Keksplayer, danke, dass du dabei warst. Ja, ich streame definitiv morgen, aber morgen Far Cry 4. Alter, die Gegner. Die Gegner machen definitiv zu viel Schaden. Leute. Augenbinde des alten Hexenring. Wo ist das Hexenring? Versteckt Pyromantie. Enorm. Alter, was ist los hier, Alter? Ich denke, ich muss nicht hier weitermachen. Also, ich bin hier falsch. Denke ich mal. Schwellender See. Digger, ich weiß, was. Und wir werden jetzt beschossen. Ihr werdet sehen. Fuck! Fuck you! So, hier ist der Wurm. Hier ist Mr. Wurm. Hilfe. So. Wir müssen nicht gegen ihn kämpfen. Ich weiß, wie man ihn besiegt, ohne gegen ihn richtig kämpfen zu müssen. Digga, Hilfe. Nein! Digga. So. Ja, ich weiß. So, siehst du? So kann man ihn töten, ohne gegen ihn kämpfen zu müssen. Ich werde die ganze Zeit von der Ballista von oben beschossen. Dafür. Ich weiß, wie man da. Man kann das ausmachen. Dass man nicht mehr beschossen wird. Wann ist der jetzt endlich tot? Ja, gleich. Seht ihr? So erledigt man Gegner. Ohne sich Mühe zu geben. Ja, ich weiß. Direkt hier. Unten. Ich gehe erstmal zum Leuchtfeuer, bevor ich hier zerfickt werde. Eigentlich bin ich hier nur wegen Dings hier. Wegen, wer ist das? Wegen den Items und so. Also, der Taurus-Dämon ist mir jetzt gerade egal. Also, der alte Dämon ist mir jetzt gerade egal. Ich kann ihn jetzt eh nicht schaffen. Mein Schwert ist dafür zu schwach. Ich sollte eigentlich nicht hier sein, sondern in der Kathedrale. Aber der Kristallweiser ist zu stark für mich. Schild des Verlangens. Ich verlange jetzt Sieg. Sieg! Wo ist die da nicht mehr? Was soll ich damit? Hier unten kann man eine Questline beenden. Hier, gleich kommt so eine Höhle, wo man reingehen kann, und dort kann man die Questline beenden. Alter, nein! Ich war die ganze Zeit getroffen. Ich muss das definitiv ausschalten da oben. Ich weiß, ich sollte nicht hier sein, ich sollte bla 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 und ja. Also ist einer der einfachsten Bosse. Ja, ist aber echt so, aber ich werde die ganze Zeit one-hitted. Ich mache ihm schon genug Schaden, aber das Problem ist einfach nur noch einmal und ich bin tot. So, ich bin jetzt in Sicherheit.
Man kann da irgendwo hoch, also wenn man da weitergeht, kann man hoch und dann kommt man. Fuck, Alter, nein, Alter, ich hasse, Mann. Warum baut Bandai Namco sowas ein? Leute, jetzt seien wir jetzt mal ehrlich. Erstens, in der untoten Siedlung, da wurde man von so einer fette, hässliche, verkrüppelte Riese beschossen, mit denen wir noch nie was zu tun hatten. Ich war aber jetzt so schlau und habe mit ihm Frieden geschlossen. Am Anfang, direkt am Anfang, weil ich schon die Stelle kannte. Jo, wahrscheinlich. Ja, ich weiß. Yo, Digga! Nee, ich mach da nicht mit. Oh, ich muss es ausschalten, sofort. Okay, es klingt einfach, aber es ist nicht. Hier werden mich gleich Gegner erwarten, die ich selbst mit meinem großen Account nicht richtig schaffe. Das Ballista muss auf einer Stelle, außerdem manche. Ach so. Ich dachte, Bandai Namco macht das alles. One-Hit. Doch nicht? Okay. Ich bin doch kein One-Hit. Durchrushen, auf die Gegner scheißen. Ich weiß, ich muss nicht hier lang, aber trotzdem. Die Items. Ich scheiße auf die Gegner, aber ich will nur die Items. Was, hier ist nichts. Doch. Okay, ich hab und dort ein Knochensplitter. Geil, ich kann. Hä, das habe ich doch gar nicht aufgesammelt. Mit meinem großen Account. Nein, fuck! Ratte! Nein! Scheiße! Ratten! Drecksviecher! Komm her, du Pisser, Alter! Pissgesicht, Alter! Ich fick euch alle in den Arsch! Ratten sind die miesesten Gegner. Ich habe schon viel Schlechtes über Ratten gehört, sogar aus Dark Souls 1. Jeder sagt, es gibt ein. Gibt es wirklich einen Rattenboss? Rattenboss? In Dark Souls 1. Und die Ratten sind auch viel, 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 viel. Wie soll ich sagen? Viel. Anstrengender als die im. Ich hasse dich. Die verfluchen mich und dann. Verfluchen ist voll unnötig eigentlich in Dark Souls. Einer der unnötigsten Effekte, wodurch man vergiftet werden kann. Die ich hier erlebt habe. Alter. Und das passiert ganz schnell. Seht ihr? So. In der sind Arten Missgeburten. Ja. Siehst du? Ich wusste es. Schwarzer Ritter. Was willst du mit mir? Ich will mit dir nichts zu tun haben. Komm, lass mich einfach in Ruhe. Wie zum Fick hat er das gemacht? Wo ist das? Oh Mann, Alter, wie zum Fick hat er das bitteschön geschafft, Alter? Meine Fresse, Alter. Ja, das war mal wieder Dark Souls Logik. Dass er mich nicht mal richtig getroffen hat und trotzdem gekillt hat. Dark Souls Logik, ich da. Oh, hier. Diesmal weiß ich Bescheid. Ja. Guck mal, die Ratten halten nichts aus, aber und machen auch voll wenig Schaden, aber sind so verdammt nervig. Bist eben dran vorbeigelaufen. Ach so, das da, das, da,
der Item da beim schwarzen Ritter. Ah, okay. Ich gehe jetzt dahin. Ich versuche jetzt richtig durchzukommen. Wie gesagt, der one-hittet mich. Hey, kann man mit ihm... Kann man ihn austricksen irgendwie? Dass er runterfällt oder so? Wäre voll... Geil. Ja. Wahrscheinlich. Alter. Mann, ey, Alter. Wie scheiße ist das denn bitte? Ich hasse schwarze Ritter über alles. Absolute Hassgegner. Selbst in Anolondo, hier im Dark Souls 3, wurden diese hässlichen Gegner eingebaut und haben mich nicht in Ruhe gelassen. Warum nicht? Alter, scheiß Feuer. Ich muss vorher links die... Alter. Schau die ganze Zeit in den Chat, Alter! Muss vorher links. Der Gegner ist dann sogar noch stärker. Boah, Alter. Ich bin so scheiße drauf heute. Ich schwör's euch. Mann, ich will endlich diese hässliche Balliste ausschalten. Wie. Abschalten, besser gesagt. Damit ich nicht die ganze Zeit beschossen werde. Aber wie gesagt, das ist nicht möglich. Wegen den schwarzen Ritter. Und noch wegen viel, viel andere. Andere miese Gegner. Wie gesagt, ich verkacke jetzt momentan richtig hart. Die Ratten sind mir egal. Könnt alle verrecken. Mist. So. Naja, du hast nicht die beste Rüstung und Waffe. Ist aber echt so, ne? Ich wage mich an Orte, wo ich eigentlich nicht sein sollte. Mit so... Alter! Diese hässliche Mücken, Alter. Alter, ihr verfolgt mich alle, ey! Ich werde verflucht. Ich spür's mit euch, alles der Beste ist Deutsch. So, kleines Schild. Ja, ist aber echt so. Aber andere Schilde kann ich nicht führen. Yee. Ach so, ich kenne das Schwert. Das Schwert sollte gut sein. Weiß Lava. Digga! Als ob er auch stohl. Ja! Oh nein, er ist gestorben, aber ich bekomme den Item nicht. Alter, den Lava so schnell. Stirbt, Alter. Ich wusste gar nicht, dass man so schnell stirbt. Digga! Ja, moin. Hä? Es gibt doch einen Bug, wodurch man keinen Schaden durch Lava erleidet. Es gibt doch so einen Bug. Ich schaff ihn nicht. Wie gesagt, zu schlecht. Alles. Auch meine Waffen, Rüstungen, alles. Alles zu schlecht. Obwohl meine Waffe nicht so schlecht ist, wenn ich es... Schau mal, ob du das Item bekommst. Ja, muss ich gucken. Ich bekomme es definitiv, weil wenn der Gegner einmal stirbt, dann ist das Item gedroppt und das ist ein PvP-NPC. Alter, wenn er jetzt nicht tot ist. Ich schwör's dir. Digga, nein! Er ist nicht tot.
Ja. Oh Mann, Alter. Ich habe solche gegen solche Gegner kein. Nee. Es reicht. Nee. Ich gehe jetzt hier weg. Ich gehe jetzt hier raus. Okay, ich versuche einfach mal den Kristallweisen zu töten. Es ist unmöglich hier weiterzukommen mit so wenig Leben. Ich upgrade jetzt die ganze Zeit. Ab jetzt upgrade ich nur noch mein Leben. Oh je, naja, brauchst eh 50 Stärke. 50? Was? Willst du mich verarschen? 50 Stärke. Ich streame eh nur noch bis, Viertel vor 11. Und Feuerschaden ist nicht so gut. Ja, schon wieder invaded, Alter. Warum werde ich invaded? Warum werde ich invaded, Leute? Meld, Leute. Servus. Schon wieder. Ich werde schon wieder invaded, obwohl ich kein PvP machen möchte. Was ist das? Really? Ist das euer fucking Ernst? Dark Souls 3 zu leicht oder ist zu schwer von GameStar? Muss ich anschauen, warte. Ich muss das Video anschauen, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe das Video noch nicht gesehen. So, Alter. PvP, Alter. Ich hasse es. Okay, wo ist der Gegner? Du invadest eine andere Welt. Ich invade. Wirklich? Ich dachte immer, ich werde invaded. Aber anscheinend schläft ein Gegner hier. Ach so, das ist mein Friend. Ich dachte, ich kann dich easy backstabben. Das ist, weil du Pharaons Wacht und Eid hast. Habe ich doch dir doch schon mal gesagt. Außerdem in der Invasion was Tolles am Spiel. Ja, schon, aber wenn man die ganze Zeit verliert und überhaupt keinen Schaden macht. Hey, lol. Ja, glaube ich dir, wenn jemand Level 200 ist. Und jeden one-hittet, dann macht das natürlich Spaß. Und man braucht sehr viel Skill. Man darf nicht auf die Gegner einfach losstürmen. In Dark Souls 3. Hey, lol, Alter. Ja, wo sind die Gegner? Hier ist niemand. So, lol. Er spielt mit Lanze. Oh fuck, Alter, ich bin so müde. Lol, wer ist denn hier bitteschön gestorben? Oh Mann, Alter, wo sind die Gegner? Oder wo ist der Gegner? Egal. Komm, lass es einfach mal. Muss besser werden, das kommt noch. Außerdem spielst du nur gegen. Mit anderen Spielern. Auf gleichem Niveau. Das kommt mir aber nicht so vor. Der eine hatte eine Harvest-Rüstung und konnte sogar. Alter, warum bin ich jetzt hier? Okay, alles klar. Der eine hatte eine Harvest-Rüstung und hat mich easy one gehittet. Und konnte sogar eine Fast-Roll machen. Mit einer Harvest. Mit einer Harvest-Rüstung. Er will mich doch verarschen, Alter. Du Spasti, Alter! Stirb doch nicht! Ich muss definitiv meine Waffe upgraden. Also gerade das Astura-Schwert ist generell nicht so stark.
Obwohl doch. Hey. Hallo. Wo bist du? Ach so, da. Ich wusste. Er verarscht mich nur. Ich glaube, ich soll die Kristallen immer kaputt machen. Diese Leute kaputt machen. Auch töten. Die nerven nur. Alter, vom Buch schon wieder. Diese Drecks. Leute von ihm. Ich sollte nur ihm Schaden machen. Wo ist der? Wer ist das? Ja, das ist der echte. Als ob ich ihn jetzt schaffe. Ich wette mit euch, ich schaffe ihn nicht. Ja, wo ist der? Wetten, er kommt aus einer Ecke, wo... Alter, nein! Der ist da hinten sogar. Ja, dieser Spasti, Alter. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn und seine Fähigkeiten. Genau so! Uff! Stopp! Nur noch ein Schlag fehlt. Ich kann jetzt den Chat nicht lesen, sorry. Was dumm? Wo ist der? Das bist du! Nein, das bist du nicht. Really? Wo ist der? Ach du Scheiße, der ist da hinten. Und fuck. Nein! Shit, Alter. Nicht töten. Digga. Aber nach Freunden stirbt das besser, Alter. Das ist eine erfahrene Spieler. Ach so, das sind erfahrene Spieler. Ja, glaube ich dir. Ja, Mann, Alter. First try, easy geschafft. Best easy boss. Obwohl ich nicht so viel Leben hatte. Vision von Zufluchtsort. Hä? Wo? Bewertungen! 1200 Bewertungen. Okay. Das ist definitiv von... vom From Software persönlich. Und From Software ist doch wer ist das? From Software ist doch eine chinesische japanische Firma, oder? Weil die Haare, was man auswählen kann, ist sehr an japanischen Stilen, also Haarstylen, angelehnt. Kommt mir so vor. So. Leben oder was sollen wir. Was soll ich skillen am besten? Damit ich viel Schaden mache. Ich will natürlich mit Zaubern viel Schaden machen. Ich hab voll vergessen, dass ich sie überhaupt zaubern kann. Bloodborne ist übel geil. Vielleicht hole ich es mir, ja. Oh, ich komm. Ich gehe. Soll ich auf Intelligenz gehen oder auf Kondition? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts. So auf Vialität oder Zauberei. Da mache ich aber mehr Schaden, gell? Nee, FP wird dadurch erhöht. Intelligenz. Ja, Intelligenz auf jeden Fall. So, Waffe verstärken. Yay.
Aber ich habe keine große Titanitscherben. Das ist nicht so gut. Und ich upgrade mein Schild, was ich, also mein Goldfalkenschild. Und ich brauche eine andere Rüstung. Ich schau mal in meinen Chest vorbei. Also in meiner Lagerkiste. Jo, das Spiel ist schon sehr umfangreich. Ich muss alleine schauen. Kommt von selbst. Ja. Schlagt mit Blitzpfeil zu. Könnte ich mit dieser Ausrüstung Dings schaffen? Den namenlosen König? Definitiv nicht. Hundertprozentig nicht. Ich habe fast gar nichts an Rüstungen, die ich hier benutzen könnte. Null. Never, ja. Habe ich mir auch schon gedacht. Söldnerhose, Hose des gefallenen Ritters. Das wäre was, ne? Finstergemaschen, saubere Hose, Arbeiterhose. Ich würde ihnen fast nichts an Schaden machen. Obwohl, Pro-Gamer könnten es schaffen. Und wenn ich, oder nach 3000 Tries, könnte ich das schaffen, vielleicht. Schau die Videos und Streams von anderen an, das hilft auch viel. Ja, das stimmt. Mir hat es zum Beispiel, haben die Videos von Mythos of Gaming geholfen. Weil ich die Let's Play-Reihe geschaut habe, wo er das Spiel Let's Play hat. Und ja, er hat halt Sachen gefunden und Räume entdeckt, die ich nicht entdeckt habe. Yay. Oh fuck, ich hasse diese Gegner. Ich wollte jetzt nicht hier hin, aber... Bitte. Ja! Ja, Mann, wenigstens. Oh! Nein, ich hasse diese Gegner! In ganzem Herzen. Ja, Mann, Alter! Ah ja, das hast du eben geschrieben. Alter. Es ist so lustig. Überhaupt nicht. Aber auch egal. Heroldshelm. Ja, das ist geil. Ich liebe diese Rüstung. Fastroll? Petrol? Nein. Okay. So. Ich liebe diese Rüstung. Damit werden wir jetzt... Oh, fuck, mein Fernseher. Nee, lass uns einfach mal zum Leuchtfeuer. Oh Mann, Alter, ich hasse meinen Fernseher. Was ist los, Alter? Jetzt kommt so eine Meldung. Das sieht hier nicht, aber ich sehe es. Das neben dem Leuchtfeuer ist dein Gegner. Der hat eine gute Asche. Warte, ich drück mal. Okay. Es ist so dumm, Alter, wie ich aussehe. Es ist einfach so dumm. Ich weiß, was du meinst. Welchen Gegner du meintest. Ich kann mich noch an den erinnern. Scheiß Bandit. Ja, das war easy. Und viel einfacher als ich dachte.
Und ich bin wegen einem Netzwerkfehler nicht mehr in der Party. Ich weiß nicht warum. Asche eines Paladins. Ich glaube, wenn ich es. Wie heißt die Frau, die alte, die mir Sachen verkaufen will? Kann, besser gesagt. Ich kann es ihr geben, also die Asche geben. Aktuell besteht keine Verbindung zum Dark Souls Server. LOL. LOL. What the fuck? Ich glaube, mein Stream wird jetzt abstürzen. Aber ich bin mir nicht sicher, was hier los ist. What the fish? Alles klar. Alles klar, was ist los hier, Alter? Du bist momentan offline. Spiel wird zum Offline, wird im Offline-Modus gestartet, um Netzwerkfeatures zu nutzen. Hä? Warum bin ich bitte schon offline? Ich kann doch noch streamen. Alles ist so dumm. What the fish ist hier los? Keine Ahnung, ich gebe noch die Asche, die alte Maid, und danach werde ich direkt Stream beenden. Ich weiß nicht, was hier los ist, weil, oh Mann, Alter, ich bin so müde, ich schwör's euch. Heute war alles so anstrengend. Hey, warum kann ich nicht die Waffe verzaubern? Große Zauberwaffe, ach so, weil vielleicht das kein große, weil das vielleicht kein großes Schwert ist, also kein Großschwert ist. So, Feuerbandschrein, ich gebe noch die Asche ab und danach werde ich streamen. Sorry, Alter. Wir haben aber schon viel gestreamt. Also Dark Souls macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Also Dark Souls. Bestes RPG-Spiel kannst du nicht, weil du ihr Feuer gegeben hast. Okay. So, was gibt's Neues? Ach so! Helm des Untoten Legions. Alter, ich finde die Rüstung von der Untoten Legion so geil. Wenn du eine Waffe einen Edelstein gibst, kannst du sie nicht mehr verzaubern. Manche Waffen kann man allgemein nicht. Ah ja, stimmt. Ah ja, stimmt, ich habe Feuer gegeben. Ah ja, stimmt, Alter. Stimmt. Habe ich voll vergessen. Leider. Oh, du Armer. Sprich frei, verehrter Fürst der Hüllen. Kauf. Was kann ich hier kaufen? Finsterhand. Was ist das, Alter? Finsterhand. Manche Waffen. Ja, du hast das schon geschrieben. Bei Hohepriester Sullivan werden wir Schwierigkeiten bekommen. Ich weiß nicht, wie ich ihn schaffen soll später mit Zauberer. Er wird uns definitiv one-hitten. Die zweite Phase ist auch richtig schwer. Ich habe ihn nach 30 Tries geschafft erst. So, auf jeden Fall. Finsterhand. Okay. Cool. Ich will dir noch eine Frage stellen, bevor ich gehe. Ja, ist sehr schwer sogar. Ich will dir noch eine Frage stellen. Warte, er ist zurückgekehrt. Oh, seid gegrüßt, ihr kommt gerade recht. Es mag eine Weile gedauert haben, aber ich habe einen feinen Fang gemacht. Nur zu, werft einen Blick drauf. Kaufen. Show, was ist das? Was ist das? Assassinenrüstung, geil. Was für mich? Denn ich will auf leichte Sachen gehen. Und das ist was für mich. Oder das hier. Standardhelm. Gundir, ich habe Meister Gundir alleine geschafft. Mit meinem großen Schwert.
So, ich will dir noch eine Frage stellen. Manche können so einen Zauber benutzen, dass die Gegner betäubt oder so. Die Gegner können greifen dich nicht mehr an. Das heißt irgendwas mit Harmonie oder so. Wie kann ich das bekommen? Also woher kriege ich das? Sie sagen, so habe ich heute gelernt, bla bla bla. Jetzt habe ich die Foliant von Katos gegeben. Gegenstand kaufen. Nur Pyromantenwickel. Pyromantie erlernen. Pyromantie fand ich noch nie. Kratos Flammbogen. Verstärkt die rechte Waffe mit Flammen. Alter. Der Zauber ist übel geil. Ja. Irgendwas mit Harmonie. Man zielt auf das Gegner. Und also auf der auf den Gegnern. Und die greifen dich nicht mehr an. Das heißt irgendwas mit Harmonie. So eine rote Zauber. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Ja, der Gegner kämpft für mich. Ich hab... Ah, komm, lass uns noch mal was machen. Bevor ich noch den... Noch den Stream beende. Bevor ich den Stream beende. Ja, das meine ich. Woher kriege ich das? Kriege ich das erst später oder... Oder was ist los? Weil es gibt in Burg Lothric so eine Stelle, wo man zu den Prinzen geht. Da kann man direkt hoch auf. Boah, was macht denn? Alter, ich will eigentlich gar nicht hier hin. Was für verlassen. Wo man so hoch gehen kann. Und das sind halt solche fette Gegner mit Dingsrüstung. Rüstung. Mit Havels Rüstung und solche Engel halt, und die geben richtig viele Seelen und droppen sogar Titanitschollen. Okay. Und was ist mit den Schriftrollen? Was ist mit den Schriftrollen? Was muss man damit? Oh fuck, der ist ja. Burg Lothric ist da. Ich werde im ersten Gebiet zerfickt. Ja, ich bin ja auch nicht so gut. Sehr lustig, Alter. 2 gegen 1. Ja, easy, Alter. So, keine Ahnung. Alle Fundorte weiß ich auch nicht auswendig. Okay, aber was ist mit den Schriftrollen? Sind die Schriftrollen, also ist der NPC mit den Schriftrollen generell für Zauberer gedacht? Weil da kann man sich Zauber kaufen. Also Zauberschriftrollen oder wie nennt man die Zauber, was man einstimmen kann? Ja, eins, wenn du alle 3 Engel gekillt hast. Ja. Warum drücke ich auf Estus trinken? Hier kann man so viele Seelen farmen. Ich hab hier so viele Seelen gefarmt früher. So. Ich weiß, wie man ihn killt. Oh, ich hab's verkackt. Er wird mich jetzt killen, Leute. Aber sorry. Ich hab's jetzt richtig verkackt. Boah, ich hab's verkackt. Ich wollte ihn backstabben. Aber es hat nicht funktioniert. Weil ich mich aus Versehen bewegt habe. Ja, Mann, Alter, ich hab ihn gekillt. Ja, Finstermaske. Ich habe übrigens die volle Rüstung. Musst du dem Zaubertypen gehen? Ja.
Aber bringt mir das irgendwas? Was passiert, wenn ich alle habe? Bekomme ich dann richtig starke Zauber oder was los? Was ist dann los? Und wenn ich eine Bossseele. Was laber ich, Alter? Ich glaube, mit der Seele des Kristallweisers, oder wie nennt man den? Wie nennt man den? Kann man sich einen Zauberstab kaufen für Zauberer, nicht? Du kannst die Zauberer kaufen wollen, nicht reinfallen. Sehr starke sogar, okay. Alles klar. Hä? Man kann doch mit der Seele des Kristallweisers die Dings einen Zauberstab kaufen. Wenn du Kristallseelenspeer hast, kannst du dich freuen. Kristallseelenspeer. Vernichter der Fürsten, oder sollte ich sagen, für die Throne. Jeder Seele wahrhaftig eines Fürsten würdig. Um alle durch eure Wangen schlagen, um sie in ihren Thron zu fesseln. Ach. Ihr habt den verehrten Fürsten nur den ersten Pfad gewiesen. Hä, warum kann ich. Ich hab doch die Wächter des Abgrunds gekillt. Warum kann ich mit. Hierhin. Ich habe noch den alten Dings Buchholz noch nicht gekillt. Ich habe ihn noch nicht. Ich weiß, es ist dumm, aber ich habe ihn noch nicht. Ich versuche ihn einmal zu killen. Also, wenn ich ihn nicht First Try schaffe, umso höher der Wert, Beschleunigung, desto stärker der Schaden deiner Zauber. Habe ich auch schon gemerkt. Hab jetzt diesen. Wo kann ich einen Zauberstab finden? Einen richtig starken. Was ich nicht kaufen muss. Und ja. Und ich habe übrigens die Prinzen, also die beiden Prinzen, also Lorian und Lothric, mit drei Leuten besiegt. Und es kam mir nicht so vor, als wär der Boss stärker. Weil jeder sagt, wenn man zu dritt reingeht, dann ist der Boss stärker. Also mir kam das wirklich nicht so vor. Logans Beschleuniger ist ein sehr guter. Aber wo kann man sich es kaufen oder kann man es finden? Boah, wähl doch mal den Gegner aus. Ich sehe jetzt wirklich aus, also fast aus wie Gandalf. Ich brauche noch ein. Wie Gandalf in Weiß. Also Hell Gandalf, oder wie nennt man das auf Deutsch? Wie heißt Gandalf, nachdem er wieder, wenn er zurückkehrt? Gandalf. Gandalf! Die Eier töten! Yay. Was, Alter? One-Hit? Really? Er ist One-Hit, Alter. Nee, lol. Maximal kannst du drei Spieler beschweren, wenn du diesen Ast benutzt. Hä, das ist ja wirklich leicht. Leichter als vorher. Da kommt mir nur das so vor. Weil ich jetzt. Er muss sich umdrehen. Warte. Komm. Komm her. Lol, das ist ja übel easy. Ich habe übrigens den Eid hier geschworen. Ich wollte das erstmal machen.
Spieler, desto mehr Leben hat der Boss. Also wenn zum Beispiel die Spieler nichts machen, hast du es schwerer. Wenn aber jeder gut spielt, ist es deutlich viel einfacher. Maximal kannst du 3 Spieler beschwören. Okay. Getrocknete Finger. Was ist das? Was soll ich mit getrockneten Fingern? Wofür brauche ich das? Ich habe ein paar Videos gesehen. Ich habe es dir, glaube ich, schon mal erzählt. Der eine hat sich gebufft. Ein Zauberer hat sich gebufft. Er ist dann in PvP gegangen. Und hat alle Spieler one-gehittet oder one-hittet. Alle. Ja! Wandlungsofen geben. Ach so, ich muss den Buchholz töten. Jo, was geht ab? So. Rapier des Kristallweisen. Weiser. Forts Großhammer. Astors Speer. Havisring. Erhöht maximale Belastung. Regeneration. Regeneration TP mit Folgeangriffen. Wie scheiße ist das denn bitte? Kristallhagel erzeugt Kaskade, kleiner Kristallseelenmasse von oben. Spielt er Felsbrocken aus dem Mund. Spalt. Ja, kriegst du ja immer noch. Willkommen zurück. Auf seine Hand kannst du auch hauen. Walbauereid. Ja. Ja, Walbauereid. Und wofür brauche ich das? Hat man irgend so einen Bonus dadurch? Ich denke nicht. Ich kaufe es mir einfach. So, ich bin mal gespannt. So, erstmal Zauber einstimmen. Ich habe eh Zauber, die ich nicht mag. Zum Beispiel. Seele, Seelengroßschwert, große Zauberwaffe. Warte. Warte. Seelengroßschwert. Aber große Zauberwaffe kann ich nicht benutzen. Ich mach das weg. Wallbei. Mit getrocknete Finger kannst du ein Phantom mehr beschwören. Dafür kann ich dich auch. Kann dich auch ein Spiel am Meer invaden. Ach so. Verstärkt die rechte Waffe enorm mit Magie. Ach so, man kann dann also mit 4 Spielern einen Boss töten. Der zweckständigen Feuerstrom greift mit deinem großen. Ja, große Zauberwaffe ist ein Haufen Scheiße, Alter. Weg mit dir. Ob das jetzt wirklich stark ist? I don't know. Ist der Havelsring geil? Also gut. Da kann ich nämlich viel mehr Sachen tragen. Oder Hohepriesters linkes Auge regeneriert TP mit Folgeangriffen. Oh, das hört sich gut an. Wenn du mit dem Eid andere Spieler bist du lila und bekommst so eine Wirbelsäule, wenn du den Host der Welt killst. Die Items kannst du am Altar spenden, um Items bekommen. Ein gutes Katana zum Beispiel. Ach so, ich habe schon die Ushigatana. Astor Speer. Ah, ist klar. Würde. Aber keine einzige Waffe passt zu mir. Oh, Rapier des Kristallweisens hätte zu mir gepasst. Was? Dann. Dann würde ich mal sagen, ich bleibe bei Pharaons Wachrunde. Und was ist mit blauer Pfad? Warte, wo ist es? Das habe ich schon am Anfang. An, schwört dem Eid der blauen Wächter die Treue. Hä, wofür brauche ich das dann?
Ist das für irgendwas gut? Für irgendwas? Kannst du mir sagen, wofür ich den blauen Pfad gebrauchen kann? Oh, noch einer, der vom Schlaf des Todes erwachte. Oh, er sagt nichts Neues. Schade, ne? Die Frau geht, die Frau wird gehen, wenn ich den Eid für Rosarias Finger schwöre. Ich mach das nicht. So. Stärke. Nicht Stärke, Intelligenz. Mach ich durch Intelligenz viel mehr Schaden? Also ich finde blau Pfad ist langweilig. Das benutzt niemand. Warum sollte auch jemand? Kathedrale des Abgrunds. Kann ein anderer Spieler, der blau Wächter Eid, Finstermutklinge Eid anhat. Oder Finstermundklinge ein. Dann hat mir helfen, gell? Okay. Ich gehe noch in die Kapelle. Das ist direkt hier. Ich weiß, ich werde gleich von den Leuten hier gekillt. Also angegriffen, besser gesagt. Komm her, Digga. Okay, das hat ihm nichts an Schaden gemacht. Finde ich schade, ne? Warum habe ich ihm nichts an Schaden gemacht? Okay, ist gar nicht mal so übel. Sorry für das Deutsch. Warte. Ist in deine Welt beschworen und er hilft den Fenstergeist. Ah ja. Oh, Spinnenschild. Yay. Oh, einer meiner Lieblingsschilde. Aber ich bin ein Zauberer. Also ich kann den Spinnenschild jetzt nicht mehr gebrauchen. So, wo ist der andere Typi? Nicht da. Komisch, ne? Hier müssten eigentlich zwei Typen sein. Und nicht nur einer. Absolute Hassstelle. Also, einfach durchrushen. Nein, Alter! Was? Scheiß Hunde. Ich hasse das Hunde. Alter, warum sind die Hunde so nervig? In Dark Souls. Lass mich alle in Frieden. So, ihr könnt mir jetzt keinen Schaden mehr machen. Scheiß Hunde. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Lass mich Ruhe, Gail. Gay. Oder wer du bist. Wie auch immer du bist. Alter, ich kann den Chat jetzt nicht lesen, weil die Gegner mich abfacken, Alter. So, endlich. So. Die Sauber ist Müll, glaub mir. Du benutzt keine Sau. Tu den raus. Oh, ich hätte den Rapier von Kristallweisen benutzen sollen, bla bla bla. Ja.
Natürlich nehme ich es an. Okay, ich nehme es an und danach werde ich den Stream beenden. Oh, ich bin so müde. Morgen ist Wandertag in der Schule, also ich muss früh da sein. Dachte. Schwumms? Sind wir in einer anderen Welt? Ja, Alter, ich weiß nicht mehr, was ich laber. So, wir kommen jetzt zum leichtesten Gebiet aller Zeiten. Also, gemalte Welt von Ariandel. Da kommt jeder locker easy mit Level 1 durch. Kappa. Alter, ich hasse es, wirklich. Er lacht sogar. Der Mizzet. Sklaven Ritter Gale. Ja, ist aber echt so, ne? Also, ich finde Ariandel an sich gar nicht so schwer. Nur wo man anfängt. Weil ich rushe immer durch. So. Eisblauer Moosklumpen. Wofür braucht. Ich habe noch eine Frage. Wofür braucht man eisblauer Moosklumpen oder generell Moos? Moosklumpen. Die unmöglich. Blablabla. Der ist dumm, Alter. Aber ich spring den nicht um. Was passiert, wenn ich ihn töte? Das ist eine schlechte Idee. Ist eine schlechte Idee. NPCs töten ist immer eine schlechte Idee. Was? Man friert doch gar nicht hier. Das ist so unnötig. Alles klar. Okay, ich kann hier eh nichts mehr machen. So, Kapelle der Läuterung. Wir sammeln mal... Oh Mann, Alter. Was laber ich? Wir sammeln mal jetzt mal alle Items in der Kapelle auf und danach schauen wir mal. Danach werde ich definitiv den Stream beenden. Und ja. Lunatic, morgen werde ich Far Cry 4 streamen oder so. Ich weiß noch nicht, was ich morgen streamen werde. Definitiv ein Shooter oder sowas ähnliches. Peitsche. Oh, Peitsche ist so schlecht. Ich habe so viel Schlechtes darüber gehört. Also, ja. Würde ich nicht benutzen. Warte, hier sind noch viele Sachen, also viele Items, besser gesagt. Okay, Feuerschaden, ich liebe Feuer. Esto Schabe, yay. Ich sammle noch kurz die Items ein, die hier rumliegen. Und danach werde ich streamen. Ich mache so viel. Hier kommen unendlich viele Gegner. Leider kann man hier nicht so gut Seelen farmen, weil die Gegner überhaupt nichts an Seelen geben. Also fast nichts. Ich glaube 70. Warte, wie viel? Nicht mal 100, Alter, 22. Lohnt sich nicht, hier Seelen zu farmen. Okay. Astora Großschwert. Hier kannst du ein Ultra Großschwert holen. Ist zum Jo, Peitsche, benutzt keine Sau. Ist nur zum Spaß im PvP vielleicht. Hier kannst du. Ach so, Astora Großschwert. Ist das Schwert gut? Alter, was geht bei ihm ab? Krypsa. Krypsgeist. So. Aber ich bin eher ein Fan. Vom Schwert, was gleich kommt. Du wirst gleich sehen. Das ist mein Lieblingsgroßschwert.
Kann man hier weiter? Ah ja, stimmt. Naja, jede Waffe ist gut. Gibt keine schlechten. Oh doch. Oh doch. Ich schwör's dir. Großschwert des Scharfrichters. Bestes Großschwert, meiner Meinung nach. Was man mit einer Hand führen kann. Oh, fuck, nein. Ich werde jetzt vom Würmern befallen. Fuck, das hätte ich wissen müssen. Oh, shit, Alter. Das hätte ich wissen müssen. Egal. Weg. Großschwert des Scharfrichters finde ich am besten. Das hat doch Sklavenritter Gale. Wo ist die Sklavenritter Gale? Man kennt ja Sklavenritter Gale durch Dings kennen. Durch die Kathedrale des Abgrunds, also hier. Und ihn kann man bei Friede zu Hilfe holen. Welche Waffen waren OP? Ja, aber guck mal, ich will dir noch eine Frage stellen. Was denkst du über das Schwert hier, Großschwert des Scharfrichters? Also ich finde, einziger Nachteil ist, dass man es nicht verzaubern kann, aber sonst, ich finde es so geil. Ohne Scheiß. Ich finde das Schwert so geil. Einer meiner Lieblingsschwerter. Und ich habe die, ganz normale Astora Schwert. Ich habe vieles darüber gehört, dass es gut sein soll und so weiter. Deshalb habe ich es mir auch geholt. Und ja. Ich gehe, glaube ich, jetzt mal auf. Nachdem du meine Frage beantwortet hast. Ah ja, stimmt. Finsterschwert war ja OP. Ach so, deshalb sagt ihr alle, dass es immer noch gut ist. Es ist immer noch gut, aber für früher, ich habe viel, viel, viel Gutes darüber gehört. Nein, glaube ich mal. Also ich denke nicht, oder ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Welches du meinst? Ich weiß es wirklich nicht. Alter. Ich weiß nicht, welches du meinst. Also, ja. Aber Astora-Schwert ist ganz geil, Alter. Sogar. Design ist geil. Ich trolle immer rum beim Charakter erstellen. Also Gesicht, also bei Gesicht und Größe, Körpergröße und so weit und so weiter. Ich schwör's euch, bald mache ich sowieso Ark, also Ark Survival Evolved. Und da werde ich die Leute richtig, also mein Charakter richtig schlecht aussehen lassen. Also ich erstelle einen Charakter, was richtig verkrüppelt aussieht. Ihr kennt ja Ark, da kann man die Gegner einfach, wie gesagt, verdingsen, wie soll ich sagen, verstümmeln oder so. So, Leute, danke fürs Zusehen. Ich gehe jetzt offline. Es war schön mit euch. Danke an alle, die heute dabei waren und die mich abonniert haben. Ich habe jetzt 117 Abonnenten. Das freut mich. Dankeschön für alles. Alles an Feedback und so weiter. Lunatic, danke, dass du mich ertragen hast heute. Mich ertragen nicht so viele. Und ja. Oh, Mann, Alter. Ich schlafe hier gleich ein, Alter. Oh. So. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht.